Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen bei dieser Mitmachkonferenz als Letzter in diesem Raum. Und wahrscheinlich muss man auch, ich mache das zum ersten Mal, wahrscheinlich muss man das Publikum auch mitbringen, mitorganisieren. Und nächstes Mal werde ich wohl dann vielleicht so ein Gespräch oder irgendwie so ein Panel oder sowas organisieren oder versuchen, da mich irgendwie anzudocken. Ich würde gerne heute über Digitalität tanzen sprechen. Mein Name ist Shintaro Miyazaki. Kann man hier lesen. Und ich bin Juniorprofessor für digitale Medien und Computation an der Humboldt-Uni und bin das seit 2020, also mitten Corona habe ich angefangen und jetzt suche ich halt immer sozusagen auch neue Communities und neue Leute sozusagen zum Gespräche führen. Und ich finde das jetzt, ich fand das total spannend, eben diese Zusammenkunft von Nachhaltigkeit, Umweltfragen, vielleicht auch Post-Growth oder Permaculture und so weiter, eben mit der Digitalität und vielleicht auch Leuten, die sich mit ihrer Kritik beschäftigen, wie ich. Ich habe ein bisschen im Streaming die Videos angeschaut von Markus Meindl, Global Commoning Systems, fand ich sehr interessant, ist auch sehr anschlussfähig an meine Sachen, oder der Talk von Christian Ricardo Kühne, das fand ich auch sehr spannend. Ja, mein Einstieg zum Ganzen geht eben über diese närrische Konstruktion, den Wunsch, Digitalität tanzen zu können, zu formulieren und danach dann eben sofort festzustellen, ja, das geht nicht. Und Digitalität ist kein Tanz, sondern erst einmal eine Zumutung und ein sich ständig ändernder Zustand, könnte man sagen, der vor allem eben durch unmenschliche digitale Technologien bedingt und gezeitigt wird. Wahrscheinlich haben Sie das schon jetzt in der Konferenz tausendmal gehört, aber Digitalität, könnte man sagen, fordert, drängt auf, automatisiert, isoliert, zerteilt, kontrolliert, überwacht, verhindert, entwertet, verschleißt, vernichtet auf vielen Ebenen. Das hat natürlich alles mit dem Kapitalismus zu tun und so ist Digitalität tanzen ein verrückter, vielleicht ein bisschen närrischer Wunsch, diese Zumutung zu verarbeiten und gemeinschaftlich selbstbestimmt gestalten zu können. Und dazu habe ich eben ein kleines Buch geschrieben, 130 Seiten, Taschenbuchformat, kommt bald raus, Ende November bei Transkript und eben auch als Open Access PDF und im Print für 14 Euro. Und ich würde gerne Ihnen in den folgenden paar Minuten die argumentative Choreografie dieses Buchs andeuten. Es hat zwei Teile. Der erste heißt Kooperativität mit einem Bindestrich zwischen dem Ko und der Operativität. Und der zweite Teil heißt Kontratanz. Und im ersten, also die Kapitel lauten dann im ersten Teil Commons, Commoning, Computation oder Computation und Kommunismus, mit O geschrieben, Kurz und Kittler, Diskurspotenziale und Auftakt. Und dann im zweiten Teil, der ja lautet Kontratanz, lauten dann die Kapitel Das Affektiv-Somatische, Tanzen lernen, Zukunft üben und Repertoire. Und im ersten Teil, da geht es eben um diese Kooperativität, da geht es mir darum, die Operation als technischer Prozess in den Computern, in den Netzwerken mit dem Begriff der Operation der Arbeit zusammenzudenken und dann eben festzustellen, dass erstens die meisten Operationen, die wir tätigen, digitalisiert sind, dem Digitalen zuspielen, zuarbeiten müssen. Ich denke da vor allem an Gigworkers oder Clickworkers und alle Formen der Ausbeutung von Arbeit werden eigentlich durch die Digitalisierung optimiert und verschränkt. Und zweitens ist dann eben die Feststellung auch, dass die Digitalisierung die Arbeit nicht zum Verschwinden brachte, sondern nur ausgelagert hat. Ne? Und als Medienwissenschaftler gibt es hier dann eine kurze Ergänzung zu den üblichen, eher nicht historisierenden Formen der Kritik am digitalen Kapitalismus, nämlich dass Computation und die hierarchisch ausbeutende Arbeitsteilung bereits Ende des 18. Jahrhunderts in Paris zusammenkamen, in einer, ich nannte es dann, Computerfabrik menschlicher Rechenarbeiterinnen und schließe diese Szene dann kurz mit den Klickarbeiterinnen, etwa von Amazon Mechanical Turk.
Und weil ich dann eben schon zu historisieren angefangen habe, geht es dann auch um den Kontext der Commons, die Frühgeschichte der Commons im Kontext von Landnahme, Hexenverbrennung, Bauernausbeutung und dann eben diese primäre Akkumulation nach Marx, die dann eben diesen ganzen Reichtum generierte, womit dann später eben die Manufakturen, in den Manufakturen investiert werden konnte. Und zusammen mit dem sogenannten freien Markt und dem Warentausch wurde somit, ich nenne das dann eben den Automatismus oder mit anderen zusammen, den Automatismus namens Kapitalismus in den Gang gesetzt und seitdem eigentlich nie mehr gestoppt. Und dass das eben die Auswirkungen davon sozusagen auf unsere Bäume und Umwelt natürlich schlecht ist, ist eigentlich klar. Und zurück wieder im 20. Jahrhundert geht es dann daraufhin auf die Aktivitäten des Commonings und Commons ein. Und da geht es natürlich um Elinor Ostrom, haben Sie vielleicht gehört bei den anderen Vorträgen. Und dass sie, also für mich war interessant, dass sie eben vor allem die Spieltheorie, die natürlich eben auch mit Computern zu tun hat, sozusagen versucht hat auszutricksen, indem sie halt dieses Gefangenendilemma auch anders sozusagen gerahmt hat. Und dann geht es mir natürlich um diese bekannten Regeln des Commonings, der Commons, und ich versuche diese Regeln dann über Denkbrücken oder Metaphern dann eben mit den Regeln, den Algorithmen, den Protokollen, die wir heute haben, im Zuge der Digitalisierung zusammenzudenken, und eben historisiere ich hier wieder und erwähne natürlich hier die Floss-Kultur, Linux, Peer-to-Peer-Production und so weiter. Das sind ja diese ganzen Anfänge dann in den 2000er Jahren. Und eines der berühmt gewordenen Texte des Rechtswissenschaftlers Yochai Benkler ist da hier ganz wichtig im Buch Coase's Penguin, O Linux and the Nature of the Firm, erschien 2001 von ihm im Yale Law Journal, und da geht es dann eben darum, die ganzen Strukturen dann nochmals genau zu beschreiben, des Commonings, Peer-to-Peer-Production, was ist der Unterschied zwischen einer Produktion oder einer Verteilung in der Firma, im Staat und dann eben dagegen die Commons. Ne? Und hier argumentiere ich dann eben, dass wir uns diese Operativität, die Operation genau anschauen müssten, um dann eben auch zu begreifen oder neue Operationen dann entwickeln zu können, müssten wir dann eben auch die Operationen, die jetzt im Spiel sind, in der Digitalität, in den ganzen Netzwerken versuchen zu verstehen. Das ist so ein bisschen auch ein medienwissenschaftliches Argument. Und gemeint sind dann eben auch vor allem Operationen wie erstens beherrschen, zerstören, extrahieren, korrelieren, diskriminieren, ausschließen oder ignorieren. Und diese beruhen dann auf vermeintlich neutralen Operationen wie zweitens regeln, vergleichen, skalieren, zerlegen, die sich wiederum dann eben drittens aus noch sozusagen quasi neutralen arithmetischen Grundoperationen wie addieren, subtrahieren, multiplizieren oder dividieren zusammensetzen. Ich habe somit versucht, so ein bisschen diese Schichten herauszuholen und meine dann eben, dass die Differenzierung profitorientierter, konkurrenzverstärkender Kooperativität in diese drei unterschiedlichen Strukturen und Schichten dann eben diese ganzen dazwischenliegenden Übergänge auch vielleicht hervorgehen, zeigen könnte, wo dann eben sowas wie instrumentelle Intention ins Spiel kommt. Also es wird subtrahiert, um zu vergleichen, um später dann eben auszuschließen, ignorieren oder diskriminieren zu können. Und man könnte sagen, können es macht und es hat mit Vermögen zu tun, und das, was man eben extrahieren kann, wird einfach so sozusagen getan. Und das Problem ist eigentlich der Eigentum. Ne? Und ja, da geht es dann um Eigentumkritik auch in diesem Teil. Ja, und der Punkt ist eigentlich, dass man eben auch das Ganze, die ganzen Operativitäten anders denken könnte und dass das eigentlich alles kontingent ist. Also es kann auch subtrahiert werden, um zu vergleichen, um dann aber nicht mehr auszuschließen oder zu ignorieren. Das heißt, weder zu entwerten oder zu zerstören noch zu verwerten, sondern um die Ressourcen eben offen geschützt zu sichern und allen als Commons
zugänglich zu machen. Ein auf Commons basierendes soziales Gefüge nenne ich dann eben kommunistisch. Und zu betonen ist, dass eben diese Commons nicht nur Produktionsmittel sind, sondern gleichzeitig eben auch Ressourcen, Materialien für die Herstellung dieser Produkte, aber auch die ganzen Prozesse. Es sind hier eben dann, könnte man sagen, sowohl materielle als auch immaterielle Prozesse im Spiel, die dann eben auch in organischen, aber auch nicht organischen Körpern eingebettet sind und mit den ganzen Problemen, die sie dann auch mitbringen. Und es geht eigentlich da darum, stets ein Ziel zu haben, nicht eben den unendlichen Profit, sondern eben ein gleichermaßen ebenso nie endende Solidarisierung, nenne ich das, aller planetarischen Vorgänge, Organismen und Materien als oberstes Ziel anzustreben. Kommunizieren als Operation bedeutet dann zweierlei. Erstens den Ausschluss von Ausschluss, nenne ich das, und zweitens ewige Verbundenheit. Noch allgemeiner formuliert, dürfen digitalisierte Arbeitsvorgänge, Operativitäten, Aufgaben, Lösungen und Methoden, Regeln, Protokolle, Gesetze, Vereinbarungen, Verträge implementiert in algorithmische Strukturen, Operativitäten als Code und auch als Kodex, also denken wir an Gesetz, im Vollzug eben nicht dazu führen, dass eben Wissen, Daten und Dinge als Commons eingehegt, ausgeschlossen, unsichtbar gemacht werden, sondern eben und auch eben dann damit eben nicht mehr diskutierbar und so weiter, gewaltsam als Eigentum verteidigt werden, sondern dass man eben das sozusagen mit allen diskutieren kann, was damit passiert. Und wichtig ist auch mein Punkt, der vielleicht oft nicht so oft sozusagen artikuliert wird, ist eben, dass Daten und Algorithmen nicht nur zu reinen isolierten Instrumenten und Werkzeugen entwertet werden dürfen, sondern dass den Werkzeugen immer so ein bisschen eine Art Eigensinn auch inhärent ist. Also wie zum Beispiel eben Kinder auch einen Eigensinn haben und nicht nur einfach das tun sollen, was die Eltern wollen. Der Ausschluss ist eine absolut brachiale Operation und er kann zu Verlust führen. Und deshalb geht es auch eben um das Vermeiden von Ausschluss. Nur ist es natürlich so, dass es nicht so leicht ist, jetzt alles auszuschließen. Also man muss natürlich auch Abfall, was ist mit Abfall? Da geht es dann eben auch darum, dass dies so ein bisschen ein Zuspiel an die ganzen Kreislaufkonzepte und dass eben das Recycling wichtig ist und so weiter. Und dass eben da auch die Idee des Eigentums eigentlich sozusagen das Problem ist. Genau, und dann im ersten Teil auch wichtig ist ein Abschnitt, wo es um den schon fast vergessenen Marxisten Robert Kurz geht. Da ziehe ich dann Folgerungen aus seinem sehr schönen Text aus dem Jahr 1997 mit dem Titel Antiökonomie und Antipolitik zur Reformulierung der sozialen Emanzipation nach dem Ende des Marxismus. Und darin fordert dieser Robert Kurz, ich zitiere, Elemente einer mikroelektronischen Naturalwirtschaft zu entwickeln, die sich dem Vergesellschaftungsprinzip des Werts grundsätzlich entzieht und davon nicht mehr erfasst werden kann. Ende Zitat. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist ja eigentlich etwas, was jetzt wieder ganz stark diskutiert wird mit den ganzen Interessen und Diskussionen der Planwirtschaft, einer selbstorganisierenden, dezentralen Planwirtschaft und so weiter. Und das wurde schon von ihm sozusagen 1997 formuliert. Also natürlich jetzt nicht so früh, ne? Internet gab es schon, aber jetzt sozusagen dieses positive Aufgreifen von Technologie finde ich schon sehr bemerkenswert, weil eigentlich sonst immer Marxismus oder auch kritische Theorie immer sozusagen sehr technologiefeindlich ist.
Ja, und hier stellt sich natürlich eben diese Frage, wenn wir all diese Modelle haben, wie könnte man das dann eben, wie könnte das aussehen und wie könnte man eben diese Modelle dann auch realisieren? Und meine Antwort oder beziehungsweise mein Vorschlag hier, der dann irgendwie ein Beitrag eben zur Diskussion sein soll, ist eben Digitalität tanzen. Und das ist eben die Idee, die körperliche Aktivität des Tanzen, die ja eben auch solidarisch ist und mit Lernen und Beherrschung zu tun hat, mit der Aktivität des Präfigurierens, das heißt des Vorausschauens. Wenn wir eine Bewegung durchführen, müssen wir ja auch vorhersehen und eben der Prädiktion eben auch eben durch Computermodelle eben zu verbinden. Und das nenne ich dann eben Zukunft üben. Und Kern meiner Argumentation hier ist eben auch, was ich dann von Neurologinnen gelernt habe, dass eben beim motorischen Lernen sozusagen eben ein Zusammenspiel von Vorhersage und Reaktion stattfindet. Andy Clark, ein Neurophilosoph und Mitglied der British Academy, beschreibt Perzeption nicht als passiver, sondern eben als aktiven, generativen Akt, bei dem neue sensorische Signale mit Vorhersagen beantwortet werden, die auf bereits gesammelten Sinneserfahrungen beruhen. Ich zitiere: At the heart of the process lies a probabilistic generative model that progressively alters so as better to predict the place of sensory data that impinge upon a biological organism or artificial agent. Das heißt, es seien bei der Perzeption, Prädiktion, ausgeklügelte generative Modelle im Spiel, die ständig proaktiv aktualisiert werden und auch die kategorischen Grenzen zwischen Befehlen und Prognosen verschwimmen lassen. Und weil dieser Ansatz selbst wiederum ein Beschreibungsmodell bildet, oszilliert es als Modell zwischen biologischen Organismen und künstlichen Agents. Also man kann das dann auch eben programmieren und Ingenieur, also ein ingenieurwissenschaftlicher Zugang eben zu den Denkweisen im Gehirn wird das natürlich so tun. Und da gibt es dann auch, was ich im Buch beschreibe, Choreografinnen, die das dann aufnehmen und so mit ihrem Tanzen verschränken. Und das nehme ich dann eben auch zum Anlass, diese neurowissenschaftliche These, dass eben in unseren Köpfen bereits modelliert wird, dann eben mit dem Tanzen, über das Tanzen, mit dem Computermodellieren zu verbinden. Dass man eben alternative Modelle wie eben des Commonings, auch eben aus solche von Robert Kurz, dann eben programmieren könnte oder einüben aus der Sicht eines Agents. Das heißt, einer Tänzerin oder eines sozusagen Users oder Teilnehmers, wie auch immer. Ja, und aber um dies alles sozusagen realisieren zu können, müssen wir auch neue Formen der Pädagogik, des Zusammenspiels der Wissenschaften erarbeiten. Und das Buch ist eben dazu da, sozusagen für mich erstmal ein Eintrittsticket in die ganzen Diskussionen. Und vielleicht können wir in den verbleibenden paar Minuten noch sozusagen eine Diskussion beginnen und die dann vielleicht auch weiterführen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Kommentare oder so? Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt. Ja, also ist schwierig, ne? Also es gibt dann, das ist so ein bisschen vielleicht eine Frage nach konkreten Beispielen. Also ich denke da zum Beispiel an Live-Coding. Also das ist sozusagen eine Praxis, wo man zusammen Musik sozusagen programmiert, live, und dann adaptiv auch auf die anderen Programmierer eingehen kann. Und das ist so ein bisschen eine Form von erstmal musizieren, improvisieren zusammen, der dann vielleicht auch dann in Richtung so tanzen gehen kann. Ja, genau. Ja. Eine andere Brücke ist über den Programmierer oder Informatiker Samuel Parpert,
der am MIT in den 60er Jahren oder ab den 60er Jahren wirkte und da ganz einfache, also erste Grafikprogramme wie Logo zum Beispiel entwickelt hat, wo er auch sich da sehr viel da vorgestellt hat. Also Logo im Prinzip ist einfach so ein Zeichenprogramm, aber er hat sich dazu vorgestellt, dass eben die Sensormotorik der Kinder dadurch beeinflusst wird und dass man dadurch auch Programmieren wie Französisch lernen in einem fremden Land lernen kann und diese ganzen Theorien, die er da sozusagen damit ausprobieren wollte, sind natürlich viel interessanter als jetzt das Programm als solches, aber das führte dann auch zum Beispiel zu anderen Programmen wie StarLogo und eben die Entstehung von Agent-based, agentenbasierten Modellen, die vielleicht ein paar von hier kennen, die dann eben dieses Tanzen oder dieses Schwarmverhalten so ein bisschen modellieren können. Das ist so die Brücken, die ich da versuche zu generieren, genau. Ja. Ja? Ja, die Frage war, woher ich sozusagen, wie ich auf das Tanzen kam. Und meine Antwort ist eigentlich, dass ich, also in meiner Dissertation habe ich über den Algorithmus geschrieben, den habe ich falsch geschrieben und als musikalisch, also wie musikalischer Rhythmus geschrieben. Und die These war, dass man eben Algorithmen zeitlich verstehen muss und dass die zeitliche Effekte haben. Das war jetzt nicht so politisch aufgeladen, aber mit der Zeit habe ich mich dann auch stärker für die ganzen Rhythmen und Effekte dann auf die Gesellschaft interessiert und irgendwann bin ich dann wahrscheinlich über zum Beispiel sowas wie den Rave oder das eben das Zusammentanzen dann auf das Tanzen gekommen und dann habe ich mich dann auch mit Tanzwissenschaftlerinnen wie Gabriele Klein beschäftigt, die da auch sehr viele interessante Bücher dazu geschrieben haben, genau. Gut, ja, vielen Dank. Und ja, das Buch ist eben Ende November erhältlich. Dankeschön.